In diesem Video geht es um die Personalbedarfsplanung, ein Thema aus dem Modul Human Resources, welches in fast jedem wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang enthalten ist. Generell hat die Personalbedarfsplanung zwei Stufen, die qualitative und die quantitative, wobei man bei der quantitativen Personalbedarfsplanung in Vollzeitäquivalente und Mitarbeiter planen kann, je nach Fragestellung. Im Verlauf des Videos werden wir eine komplette Bestands- und Bedarfsrechnung mit dir durchführen und damit eine eventuelle Personalüber- oder Unterdeckung feststellen. Daraus ergibt sich dann schließlich der Nettopersonalbedarf. Also, los geht's! Unter qualitativer Personalbedarfsplanung ist die Analyse der vorhandenen und in Zukunft benötigten Qualifikationen, Potenziale, Kompetenzen und Fähigkeiten und der aktuellen Verteilung dieser im Unternehmen gemeint. Das heißt, du beschäftigst dich mit der Anforderung, die du in Bezug auf die Arbeit in deinem Unternehmen beobachten kannst. Aus diesen Anforderungen kannst du dann zum Beispiel Stellenbeschreibungen erstellen. Die Kernfrage der qualitativen Personalbedarfsplanung lautet also: Welche Skills haben meine Mitarbeiter und wie sind diese aktuell verteilt? Und welche Skills brauche ich wo in Zukunft? Bei der quantitativen Personalbedarfsplanung beschäftigst du dich mit dem aktuellen und künftigen Personalbestand sowie dem aktuellen und künftigen Personalbedarf. Daraus ergibt sich eine Über- bzw. Unterdeckung sowie der Nettopersonalbedarf. Da es wenig Sinn macht, alle Mitarbeiter über einen Kamm zu scheren, stellst du dir also nun die Frage, wie viele Mitarbeiter einer bestimmten qualitativen Gruppe habe ich aktuell und wie viele brauche ich in Zukunft? Oder kurz, quantitativ wie viele, qualitativ welche Mitarbeiter? Bevor wir mit unserer Musteraufgabe beginnen, gibt es nur noch eine wichtige Information. Je nachdem, wofür du deine Personalbedarfsplanung machst, unterteilst du quantitativ in Vollzeitäquivalente oder Personen. Willst du zum Beispiel wissen, wie viele Arbeitsplätze du einrichten musst, macht es Sinn, in Mitarbeiter zu unterteilen. Wenn du jedoch wissen willst, wie viele Mitarbeiter Vollzeit arbeiten müssen, um eine bestimmte Arbeitsleistung zu erbringen oder eine Menge an Aufträgen abzuarbeiten, ist die Unterteilung in Vollzeitäquivalente angebracht. Ein Vollzeitäquivalent beschreibt also die Arbeitskapazität und lässt keinen Rückschluss auf die Anzahl der Mitarbeiter zu. Also, ab geht's zur Übungsaufgabe. Hier kannst du kontrollieren, ob du bisher alles richtig verstanden hast. Angenommen, deine Firma verfügt über 4 Vollzeitäquivalente in der qualitativen Gruppe technische Angestellte und 1,5 Vollzeitäquivalente in der qualitativen Gruppe kaufmännische Angestellte. Durch den Rentenbeginn einer Teilzeitkraft und der beruflichen Veränderung einer Vollzeitkraft kommt es, und das ist jetzt wichtig, ohne eine Aktivität der Firma zu einer Bestandsveränderung. Daraus ermittelt sich dann der zukünftige Bestand in den jeweiligen qualitativen Gruppen. Also technische Angestellte 3 Mitarbeiter, kaufmännische Angestellte 1 Mitarbeiter. Durch eine betriebliche Veränderung, zum Beispiel eine Produktionsanlage, die die Leistung von 1,5 VZE der technischen Angestellten ersetzt, wird der Bedarf in der nächsten Periode aktiv durch eine Handlung der Firma verändert. Wenn du eine Klausuraufgabe beantworten musst, steht das aber auch immer in der Aufgabenstellung. Halte zunächst deinen aktuellen Personalbedarf fest und rechne dann die Bedarfsveränderung für die nächste Periode dazu oder ab. In unserem Beispiel beträgt der aktuelle Bedarf der technischen VZE 4. Dieser verringert sich in der nächsten Periode um 1,5 VZE. Während der aktuelle Bedarf an kaufmännischen VZE sich von aktuell 1 auf 2 verdoppelt. Als Ergebnis bekommst du nun auch den zukünftigen Bedarf an VZE in den jeweiligen Gruppen. Technische Angestellte 2,5, kaufmännische Angestellte 2.
wenn du jetzt den zukünftigen Personalbedarf vom zukünftigen Personalbestand abziehst, erhältst du in jeder qualitativen Gruppe den Grad der Überdeckung, wenn das Ergebnis positiv ist, beziehungsweise den Grad der Unterdeckung, wenn das Ergebnis negativ ist. Also haben wir bei den technischen VZE eine Überdeckung von 0,5 und bei den kaufmännischen VZE eine Unterdeckung von einer VZE. Im Übrigen, wenn du andersherum den zukünftigen Bedarf vom zukünftigen Bestand abziehst, erhältst du den sogenannten Netto-Personalbedarf. Also immer genau lesen, was in einer Klausuraufgabe gefragt ist, die Personaldeckung oder der Netto-Personalbedarf. Ist der Personalbedarf kleiner als der Personalbestand, handelt es sich um eine Personalüberdeckung. Und ist der Personalbedarf größer als der Personalbestand, handelt es sich um eine Personalunterdeckung.